Sollen wir die Real Life Guys reinschauen? Die sind immer krass. Die Real Life Guys machen immer geile Sachen, Mann. Die Real Life Guys, die Real Life Guys machen immer geilen Stuff. Wir sind jetzt nochmal hier auf dem Hof von unserem Onkel, weil wir nochmal ein mega fettes Projekt am Start haben. Vielen Dank nochmal dafür, dass wir hier sein dürfen. Vielleicht erinnert ihr euch dran, dass wir mal ein Rennen mit diesem E-Peugeot gefahren haben. Und da haben wir einen Kindheitstraum verlost. Und zwar setzen wir da jetzt einen richtig krassen Kindheitstraum. Vor 20 Ziegenmann, danke schön, Bro. Oh, und zwar hat sich die Gewinnerin da ein Tiny House gewünscht, sowas wollten wir immer schon mal bauen. Wie nice! Das machen wir jetzt zusammen mit Peugeot und so haben wir gedacht, machen wir das in 48 Stunden. Das Riesenprojekt würden wir natürlich niemals alleine schaffen. Alter, ganz wilder Schnitt. Ganz wilder Schnitt und ein bisschen zu laut. Ich bin ein bisschen überfordert gerade, es ist Reizüberflutung. Wir haben jetzt wieder alle unsere Freunde eingeladen. Ja, hört auf hier von wegen Corona und Abstand und sowas in den Chat zu schreiben. Weiß ja keiner, wann das Video produziert worden ist, ne? Also das kann ja auch wirklich sehr, 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 sehr spät, sehr, sehr früh, wenn das ja so ein Werbevideo ist, weiß man ja nicht. Holy shit, die machen erst einfach mal alles kaputt. Voll interessant zu sehen, was in so einem Bauwagen drin ist. Ein ganz neues spitzes Dach. Deswegen heben wir jetzt mal das ganze Dach komplett runter und senken. Ich hätte dir einfach diesen Bauwagen hingestellt, hätte ich gesagt, hier hast du dein Tiny House am Nachkolben. Da kannst du drin leben, wenn du willst. Bis ab. Digga, das sind richtig krasse Leute, die haben so Freunde, die können so Gabelstapler fahren, alles. Digga, meine Kollegen können sich nicht mal selber eine Kippe drehen oder sowas, die Vollidioten. So smart, so smart. Das Ding ist krumm und schief. Daniel, was machst du da gerade? Ich schieb das Dach ein bisschen zur Seite. Du schiebst das Dach ein bisschen zur Seite? Ja. Ey, mach dir das Dach kaputt. Eigentlich wollten wir die Wände und alles dran lassen, dieses alte Blech, aber das ist echt schon so kaputt und so unstabil einfach, dass wir gedacht haben, wir machen jetzt doch alles komplett runter und bauen alles neu. Alles klar, Digga, natürlich safe. Natürlich klar. Geht ja schnell, Alter. 1, 2, 3. In 48 Stunden. Und jetzt wollen die das einfach alles, jetzt setzt ihr es einfach alles wieder zusammen, das war's. So Bock machen, um alles zu zerstören. Der hat Bock gemacht? Übel Bock. Ja. Shots auf der 90. Danke schon, Bro. Kuss. Jetzt. Oh, gut. Immer noch leiser. Okay, besser so, ja, ne? Alter, geile Styropor. Irgendwie war das gerade ein sauweder Schnittbild, oder? Das Bild ist zu laut, sorry. Eigentlich wollte ich die Bodenplatte auch ganz lassen, aber die ist schon total zerweicht und ich glaube, die wird uns verschimmeln. Deswegen kommt Jungs, warum habt ihr euch nicht einfach einen LKW gekauft? Warum habt ihr euch nicht einfach einen LKW gekauft? Jetzt echt alles runter. Wird gut viel Arbeit, aber das in 48 Stunden schaffen, wird echt knapp. Ja, jetzt demontieren wir noch die Reifen und lassen die Luft raus, weil die ist nämlich auch kaputt. Ja, Mann! Komm, Janet, du schaffst das! Die kaufen jetzt einfach ein Wohnmobil, das war's. Aber großen Respekt, ich hätte einfach alles gehalten und gesagt, ja, das hält schon. Liegen wir noch gut in der Zeit, oder? Noch liegen wir eigentlich echt ganz gut in der Zeit, also ich find's okay. Wie will man denn 48 Stunden ein Haus bauen, Digga? Ich krieg doch nicht mal in Minecraft hin.
Die sind alle so glücklich, diese Leute. Wie kann das sein, Bro? Warum sind die alle, warum haben die so einen glücklichen Freundeskreis? Bei mir sind alle depressiv. Ja, kann auch vielleicht an mir liegen. Wir haben so richtig viel Spaß. Wenn ich das mit meinen Freunden versuchen würde, wirklich, wir würden nichts geschissen bekommen. Wir würden nichts bekommen. Die sind doch alle handwerklich begabt, ne? Anna, passt das so? Ja, passt. 3, 2, 1. Ey, Johannes, was passiert hier gerade? Ich hab keinen Plan. Okay, eine Wand haben wir schon mal. Ganz entspanntes Tiny House, oder? Muss ein Tiny House eine TÜV-Zulassung bekommen, Chat? Wisst ihr das zufällig? Also ich habe mir irgendeine Stelle ausgesucht, weil ich schätze mal, hier kommt die Küche auf der anderen Seite hin. Das ist dein Ernst? Du hast es nicht kalkuliert? Nee. Aber noch keine Zeit mehr. Setzt du da gerade dein Leben aufs Spiel? Ja. Also wir tackern jetzt die Folie hier an die Dämmung dran, damit die nicht nass wird. Okay. I see. Das macht Sinn, ne? Wie viele Leute arbeiten denn da? Das ist ja, Digga, das ist ja wie beim Weihnachtsmann, Bro. Ja, wir bauen gerade die Fensterrahmen ein und ja, läuft sehr gut. Macht das Spaß? Ja, ich fühle mich wie so ein Affe, der hier so hängt. Die sind ich hätte niemals so gedacht, dass Holz so schwer sein kann. Wirklich. Feierabend. Das sind die Außenbretter, also die Außenverkleidung. Und die wird farblos gestrichen. Genau, und das machen wir jetzt. Hey Kevin, was macht ihr da? Der Gabelstapler ist leider belegt. Genau, du machst ja auch. Crazy, Mann, was die da. Du bist auch arbeitslos. Nein, ich bin nicht arbeitslos. Ich muss den Leuten hier mal ein bisschen Beine machen. Mit dem Tempo wird es sonst nichts. Der chillt. Oh! Das ist smart. Das ist sehr smart. Oh nein. Du musst es schon ordentlich machen. Also, wenn du so weitermachst, dann wirst du bis morgen nicht fertig. No front. No front. Es ist jetzt fast 11 und ich finde, es geht echt gut voran. Jetzt allerdings richtig kalt geworden. Ja, das stimmt. Deswegen fahren wir das ganze Ding jetzt in die Halle rein. Crazy, was die innerhalb von einem Tag geschafft haben. Holy shit, Mann. Digga, ganz, ganz krank. Wir haben jetzt 20 vor 4 und wir bauen jetzt die Fenster und Türen ein. I see. Kann doch nicht sein, dass die es einfach schaffen, innerhalb von 48 Stunden ein Tiny House zu bauen und ich 3 Wochen brauche für ein scheiß Ikea-Regal, Mann. Irgendwas ist doch mit mir falsch. Ich habe meine Hängematte zwischen die Wände vom Tiny House gespannt. Wer ist das? Wer ist das? Ich hoffe. Warum ist der da in der Hängematte drin? Für die Schrauben halt mein Gewicht aus. Misha macht bitte Licht aus. So langsam geht's weiter. Die haben hier noch ein bisschen näher geschafft. Gestern um 4 Uhr wurden scheinbar noch die Türen alles eingebaut. Sieht jetzt auf jeden Fall schon besser aus. Ich würde sagen, dann geht's weiter. Crazy. Crazy, Mann, wirklich. Wie kann man so hasseln, bitte? Wie kann man bitte so hasseln? Das wird doch vom Boden aus kalt werden, oder? Der Boden wird ja überkalt sein ohne Dämmung, oder? Wenn das jetzt nur ich. Ah, die Reifen haben das auch kaputt gemacht. Das Rad hier ist jetzt endlich fertig. Ich finde, es sieht wieder aus wie neu. Das machen wir jetzt drauf und dann kommt das ganze Ding raus, dass wir das Dach bauen können. Was ist die Geschichte hinter dem Ladendach? Muss
Musikvideo, was bald kommt. Ja, fertig. So, jetzt kannst du wieder raus. Dankeschön. First Aid Akani ist wieder fit, dem geht's super. Dankeschön. Vielen Dank für deine 2 Euro, Bro. Viel zu krank. Wir skippen mal ein kleines bisschen durch, dann dauert das ja noch länger. Ach so. Da kommt jetzt noch eine Etage drauf, oder was? Crazy, Mann. Ich baue jetzt die Löcher für unser Steckregal. Die Hölzer quasi immer auf die Länge und dann kann man die so richtig cool da reinstecken und aus dem Brett. Nice, okay, wir skippen weiter durch. Das ist auch so hochwertig alles, was wir da machen. Aber es ist auch so, eigentlich ist es relativ simpel. Ah, ich weiß es nicht. Weil es cool ist oder damit der Kopf nicht voll regnet? Damit mein Kopf nicht voll regnet und weil es ein bisschen wärmer ist. Welche Frau willst du damit zum Sonntagsspaziergang einladen? Die richtige. Oh, der Gentleman-Boss. Da ist ein Dachfenster drin. Was machst du da? Das Essen ist schon kalt geworden, deswegen wird es jetzt mal offen werden. Mit dem Heißel drin. Kein Bock auf den Ofen zu warten. Crazy. Das ist ein TÜV-geprüftes Verfahren. Ah, es geht, Licht. Wie geil. Krass. Digga, die haben dir einfach ein Haus gebaut. Das ist doch nicht real. Das kann doch nicht sein. Der ist doch krank. Junge, wie professionell ist das bitte? Das ganze Video auch an sich. Wie crazy. Wie crazy, Mann. Ja, das kann sich jetzt selber abholen. So, da guck mal, wie du damit nach Hause kommst. Das Haus ist echt so mega nice geworden. Gibt's da mal eine Tour? Tatsächlich in etwa 8. Nee, gibt's leider nicht. Okay, schade drum, Leute.